mein Gott, Leute. Meine Haare sind. Guten Morgen. Schauspieler auf Wisch bestellt. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Luigi und wir werden heute, wie ihr schon vielleicht im Titel gelesen habt, meine Haare färben. Hi Leute, ich melde mich hier gerade aus dem Schnitt. Für die einigen von euch, die mir auf Social Media folgen, die wissen es vielleicht, dass es schon etwas her ist, dass ich mir meine Haare gefärbt habe. Ich wollte nur an dieser Stelle sagen, dass ich dieses Video schon vor ein paar Monaten gedreht habe. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch nicht aktiv auf YouTube und ich wollte das einfach posten, wenn ich wieder aktiv auf YouTube bin, was ich ja jetzt bin. Und deswegen kommt das Video jetzt und ihr seht, dass ich wieder meine normale Haarfarbe wie am Anfang habe. Deswegen einfach nicht wundern. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Und genau, viel Spaß mit dem Video. Genau, Leute, ihr habt richtig gehört. Im letzten Video haben wir meinen Freund geprankt, dass ich meine Haare pink färbe. Und er war ja, ich sag euch nicht, wie er davon begeistert war oder nicht, aber ich glaube, meine Reaktion müsst ihr das wissen. Aber ihr könnt euch das Video gerne nochmal anschauen, ich verlinke es euch hier oben. Sehr witzig geworden. Aber irgendwie hat mir der Look dann doch so gut gefallen, dass ich es jetzt doch tun möchte. Ich werde mir meine Haare färben. Und was es für eine Farbe wird, das sage ich euch nicht. Das seht ihr dann erst am Ende bei dem Ergebnis. Natürlich, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe meine Haare noch nie bunt gefärbt, wirklich noch nie. Die Haarkreide letztens war wirklich das erste Mal, wo ich meine Haare irgendwie in einer anderen Farbe hatte. Ich bin nervös. Ich habe alles da, die Farbe, meine Haare, mich selbst, meine Nerven. Okay, die sind nicht da, aber egal. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was es für eine Farbe werden wird. Und dabei könnt ihr auch gleich meinen Kanal abonnieren, wenn es euch gefällt. Oder einen Like da lassen, darüber würde ich mich mal sehr, sehr freuen. Ah ja, wer sich vielleicht fragt, warum ich hier in so einem Kirschblütenwald sitze, tue ich nicht. Ich sitze in meinem Zimmer und ich dachte, das sieht schön aus, jetzt so zum Frühling. Also eigentlich ist das hier mein Fernseher, wie man sieht. Oh, ich bin so aufgeregt. Aber ich würde sagen, reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern fangen an mit dem Färben. So Freunde, ich bin jetzt im Bad und ich muss mir davor erstmal meine Haare waschen mit Shampoo. Und dann in das nasse Haar die Farbe geben. Genau, so statt das Leitung singen, wasche ich mir jetzt schnell meine Haare. Ich wundere, was ihr so klickt, das ist mein Arm, das ist magnetisch und unsere Badewanne ist irgendwie auch magnetisch, keine Ahnung warum. Aber ich wasche jetzt meine Haare und dann sehen wir uns gleich beim Färben wieder. So, ich bin jetzt fertig mit Haarewaschen. Sieht ziemlich wild aus. Auf jeden Fall wirklich jetzt meine Schwester und die hilft mir, die Farbe aufzutragen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. So Leute, ich habe mir noch gedacht, ich schicke noch ein letztes Selfie an meinen Freund, bevor ich meine Haare färbe. Und ja, let's go. Also gerade sieht es aus, als hättest du dir richtig krass deinen Kopf irgendwie angeschlagen und würdest bluten da oben. Also? Ja. Scheiße. Ja, wird mit Präzision gearbeitet, ne? Das ist jetzt, ich bin rückwärts vom Fahrrad runtergefallen, ne? Und mit dem Kopf aufgeschlagen. Was gibt's noch so für Kopfverletzungen, Moritz? Rückwärts auf die Tischkante geknallt. Genau, zum Beispiel. Mir ist so ins Gesicht getropft, hätte es vor, als wäre, hätte ich so eine Rudolf-Nase gehabt.
Nein, ich halte sie lieber hier. Ja, für die Klicks. Geil, wenn sie in meinem Auge ist und mein Auge dann rot ist. Na, das könnte halt echt sein, dass es nicht mehr rausgeht. Im Zweifel bist du schuld. Klar. Wer auch sonst, ich meine. Nee, logisch. Und krass und crazy. Aber das finde ich irgendwie cool. Ich finde es auch nice. So sieht es jetzt aus. Sieht wild aus. Dann verstelle ich mir jetzt den Timer. 10 Minuten hieß es, dann gucke ich nochmal, wie es ist und dann vielleicht nochmal länger. Aber erstmal 10 Minuten. Ich FaceTime jetzt mal meinen Freund an. So, da mit der Bildschirmaufnahme kein Ton mit aufgenommen worden ist, sage ich euch einfach mal, wie er reagiert hat, oder man erkennt ja auch an seiner Reaktion, dass er überrascht ist und es auch ein bisschen witzig findet. Oh mein Gott, das bleibt ja wirklich pink. So, okay Leute, meine Haare sind jetzt so nach dem Auswaschen aus und ich föhne die jetzt, weil dann sieht man ja, das ist das richtige Ergebnis. Ich finde es richtig, richtig cool. Okay, hier habe ich es eindeutig zu sehr gefühlt und gleich kommt noch eins. Ja, hier habe ich es noch mehr gefühlt. Wow, wow, yeah, aha, look at me. Oh. Oh mein Gott, Leute, meine Haare sind pink. Wer hätte es gedacht, beim Hintergrund, bei der Farbe. Aber hey, ich finde es mega cool und richtig schön. Ich finde es so heftig, dass es nur 10 Minuten eingewirkt hat und so gut geworden ist. Also ich weiß nicht, meine Haare fühlen sich auch richtig schön an. Also nicht so sperrig oder so trocken, sondern einfach ganz weich und geschmeidig, weil auch so eine Pflege drin war in der Farbe. Und ja, ich lieb's. Ich find's richtig cool. Also ich kann euch mal mein Outfit zeigen. Ich bin einfach von der Barbie zu einem ganz anderen Menschen geworden. Aber ich find's richtig cool. Ich weiß nicht, was ihr sagt, ich find's richtig cool. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Look findet und ob ich mal irgendwann eine andere Haarfarbe ausprobieren soll oder was fandet ihr besser davor oder danach? Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Oh man. I did it! Ich freue mich gerade so. Ich würde sagen, wir rufen jetzt nochmal meinen Freund an. Ja, mein Freund wusste ja jetzt schon, was es für eine Haarfarbe wird und er fand es dann doch eigentlich ganz cool, obwohl er am Anfang ein bisschen skeptisch war. Und ja. So, und jetzt wird nochmal richtig gefühlt. Oh, ich lieb's, Leute. Ich lieb's. Ich fühl's richtig. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall mega gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet oder hierbleiben würdet und ein Teil von der Luigi Army werden würdet. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Ich sehe gerade, ich habe Winkearme. Ich bin 19, ich habe Winkearme. Egal. Egal. That's natural. So, genug Motivation. Ich finde es mega cool und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.